Scheiße, guten Morgen, liebe Campingfreunde. Jetzt geht's los in den zweiten Tag oder den ersten offiziellen Tag der Messe. Gestern war ja Fachbesuchertag, Pressetag. Hat man schon das eine oder andere Mal auch was abfilmen können. Aber heute geht's dann wirklich in die Vollen. Hier hat's auch schon Wohnmobile wie Sand am Meer, abartig. Und natürlich hier, meine Freunde sind auch schon alle da. Mit Bobby. Moin. Ja, guten guck mal. Morgen. Hm? Wer ist denn das? Ja, Bobby übrigens mit dem eigenen Instagram-Account hier. Bobby on Tour. Ja? Bobby on Tour. Ja, also wirklich top. Und deswegen passen wir schön hier auf die Vans auf, gell, Bobby? Ich wünsche euch viel Spaß, gell? Wir sehen uns später. Die auch. In dem Fall, Harvey, die Spaß. Auch. Gell? Ja, jetzt gucken wir mal, was da drin abgeht. Gell? Ja, schaut euch das an. Wie viel Uhr haben wir jetzt, Uwe? 8:30? 9. Ja, offizieller Messestart 10 Uhr. 8:30 hier drinnen. Schon cool, gell? Kein Mensch hier zu sehen, weit und breit. Nur ein Haufen Wohnmobile. Hat was, ne? Hat was. Also von dem her, das muss ich glaube ich jedes Jahr machen. Einfach cool. Da kann man richtig durchatmen. Richtig cool. Jetzt gehen wir ins Pressezentrum. Schnappen uns da mal ein Käffchen. Und dann schauen wir mal, was wir heute noch vor die Linse bekommen. Heute wird es richtig schwierig werden, weil einfach so viele Leute hierher kommen wollen. Auf den Autobahnen ist Stau ohne Ende und deswegen wird es schwierig werden. Aber wir versuchen, ein oder andere Fahrzeug vor die Linse zu bekommen. Und wenn nicht, dann ist es trotzdem cool, weil ich treffe einen Haufen Leute von euch. Das erste Fahrzeug heute am Samstag ist ein Clever Van. Und das Besondere daran, 5,40 Meter mit Hex-Sitzgruppe. Ja, es ist wirklich so und ich bin echt baff, weil es sieht richtig cool aus. Schlafen tut man hier in dem Clever Van oben. Hier oben ist das Aufstelldach, wie ihr sehen könnt. So. Das ist also das Schlafzimmer und dann eröffnet sich hier eine wunderbare Hex-Sitzgruppe und da hat man wirklich richtig Platz. Also ich bin echt überrascht. Schaut euch das mal an. Also ich muss schon sagen, das ist mal was ganz Neues. Es ist wirklich edel gemacht hier überall mit den Lederambiente und auch dem tollen Stoff. Also es ist wirklich cool. Vor allen Dingen, es gibt ja viele von euch, die sagen, hey, wir legen viel mehr Wert auf Leben, auf Wohnen und das hat man natürlich hier in diesem Fahrzeug. Da passen locker 6-7 Personen an den Tisch. Tisch ist zwar ein bisschen klein, aber das ist okay. Aber hier zum Pokern oder zum Frühstücken, zum Mittagessen, zum Abendessen oder wie auch immer, ist das wirklich toll. Schlafen tut man wie gesagt oben und das ist ja auch wieder eine Variante. Bei 5,40 Meter spielt das Gewicht dann auch von diesem Aufstelldach natürlich nicht so eine Rolle. Und von dem her bin ich echt überrascht, mal was ganz Neues. Ne? Von der Qualität her setzt hier Clever wirklich nochmal einen drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch hier die schönen indirekten Beleuchtungen hier, das sieht wirklich edel aus. Alles toll verarbeitet. Überall die Push-Button hier. Ja, und alles geht wunderbar auf mit den Gasdruckfedern. Soft-Close natürlich. Also das ist wirklich edel gemacht. Ich bin richtig überrascht. Ne? Ja, ansonsten schaut euch das mal an. Für alle, die alleine reisen und gerne mal Gäste zu Hause haben, ist es natürlich ein absolutes Highlight, dieser 5,40 Meter Clever Van. Ja, und ich habe hier natürlich auch alles, was ich brauche. Ein schönes, großes Spülbecken, zwei Flammen hier zum Kochen, eine Tischerweiterung, ein bisschen Stauraum noch hier für Geschirr und Töpfe und so weiter und so fort. Da unten ist auch noch ein Fach. Wo hier kommt die Gasflasche rein zum Kochen. Also das ist doch wirklich ein tolles Fahrzeug. Truma Kombi C. Wir schauen gleich mal, ob das ganze Fahrzeug auch eine Dieselheizung hat. Dann ist natürlich das nochmal eine andere Nummer, weil da spare ich natürlich dann nochmal die großen Gasflaschen. Schöne Lederoptik in einer tollen Farbe, wie ich meine. Mit einem Zitrön hier. Und oben dieses Fach, dies bleibt natürlich. Die Dusche, das WC, ist direkt hinterm Fahrersitz. Und da schauen wir jetzt mal rein. 5,40 Meter wohlgemerkt. So, hier geht schon mal alles wunderbar auf, stößt nirgends was an.
Es ist ungewohnt, dass die Türe so rum aufgeht, aber okay. Und dann sind wir hier in dieser kleinen Nasszelle. Ist zwar wirklich eine Mini-Nasszelle, absolut ausreichend. Hier kann ich sowohl duschen wie auch mein Geschäft machen. Überhaupt kein Problem. Und auch wenn ich hier mal reingehe und die Türe schließe, ja, dann stoße ich natürlich hier mit meinen Knien an. Also von dem her ist es doch schon ziemlich beengt, das Ganze. Aber die haben auch auf hohem Niveau. 5,40 Meter für Alleinreisende oder kleinere Personen ist es natürlich ein tolles Fahrzeug. Mal eine ganz andere Alternative wie der übliche Herkunftsbrei. Dann schauen wir mal, ob das ganze Fahrzeug auch noch Stauraum hinten am Heck hat, weil das kann ich mir jetzt momentan noch gar nicht vorstellen, da hier eine Holzfront verbaut ist und man die Türen jetzt nicht sieht. Ne? Schauen wir mal hinter. Okay. So, dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze mal hinten an. Und da sehen wir, wir haben Platz sogar für ein Fahrrad. Ne? Also, bin echt überrascht. Von innen sieht man das noch gar nicht. Ne? Von außen ist das überhaupt kein Problem. Also man kann hier die Fahrräder locker hinstellen. Hier haben wir noch mal ein Fach. Ansonsten haben wir hier jede Menge Platz. Also ich bin überrascht für 5,40 Meter. Absolute Alternative. Schaut es euch mal an. Es gibt ja viele von euch, wo sagen, hey Aki, ich bin Alleinreisende. Schaut euch das Fahrzeug mal an. Wieso nicht? Alleinreisend, viele Gäste, perfekt. Was sagt ihr dazu? Super! Ja, ja, ja. Alleinreisend ja, aber. Mit dem Einfahrrad, okay, ja, da kann man jetzt leben. Ja. Hey, hast du lauter komische YouTuber hier? Ja, YouTuber hier. Ja, wir sind die komischen. JV, genau. Ich feier deinen Kanal, ohne Scheiß. Ja, absolut. Wir alle. Für alle. Ja, und natürlich hier auch wieder Wassertank, klar. Rahmenfenster drin, also. Ja. Das ist doch echt mal eine coole Idee, ne? Und hier Dieselheizung. Also, was will man mehr? Dieselheizung, Aufstelldach, 5,40 Meter. Ich sag nur Daumen nach oben. Ja. Ja, also Leute, dieser Clever hier, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Hat der überhaupt einen Namen? Clever, ein Clever Van, 5,40 Meter hier mit diesem schönen Raumkonzept. Der kostet so um die 45.000. Preisschild ist noch keins dran. Wir haben uns aber gerade erkundigt, so um die 45.000, so wie er hier steht, mit Citroën im Fiat Ducato-Bereich. Plus Automatikgetriebe sind wir dann nochmal um die 3.000 Euro mehr. Also rechnet mal zwischen 45 und 48.000 für das schöne Fahrzeug hier. Schaut es euch an, kann ich nur empfehlen. Did you ever stop and think, why spend too much time just getting ready? Honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking.